40 Jahre lang war Lage einer der strategisch bedeutendsten Orte auf der Landkarte der ehemaligen DDR. Ein Luftverteidigungsstützpunkt nur 150 Kilometer östlich des Eisernen Vorhangs. Hier hat etwas Einzigartiges den Mauerfall überlebt. Die MiG-29. Einst eines der bestgehüteten Geheimnisse des Warschauer Pakts. 4 Jahrzehnte standen die beiden deutschen Staaten im Rampenlicht des Ost-West-Konflikts. Und hier hätten sie stattgefunden, die großen Luftschlachten des Dritten Weltkrieges. Heute liegen Lage und die gesamte ehemalige DDR auf NATO-Gebiet. Und 2 Dutzend MiG-29 fliegen im Auftrag der Bundeswehr. Für Westpiloten ein einschneidendes Erlebnis. Nach 10 Jahren Phantomfliegerei, sag ich mal, oder es waren knapp 10 Jahre, in einer Maschine zu sitzen, die also immer schon ein Gegner gewesen war und vor der man sehr viel Respekt und auch Angst hatte, weil der MiG-29 war bekannt dafür, dass er sehr wendig ist, ein starkes Radar angeblich hat und eine ganz furchtbare Bewaffnung gegenüber uns mit der F-4. Und allein das Gefühl, jetzt in einer Maschine zu sitzen, die aus dem Osten stammt, wo man vor 10 Jahren noch überhaupt nicht dran gedacht hat, dass man sowas überhaupt mal sehen kann. Und jetzt hockt man drin und fliegt es selber. Das war also schon was ganz Besonderes, sage ich mal. Als die MiG-29 Ende der 70er Jahre zum ersten Mal die Werke des russischen Flugzeugbauers Mikojan Gurevich verließ, war sie eines der modernsten und gefährlichsten Jagdflugzeuge der Welt. Er kann über Radar seinen Gegner jagen oder über einen Colt, der oben montiert ist. Das ist ein Wärmepeiler, der seine Gegner sozusagen bei Abfangen in den Wolken in der Luft sucht, weil er auf Wärmequellen geht. Der Peiler bewegt sich und sucht seinen Gegner sozusagen in den Wolken, geht auf die Wärmequelle, also dementsprechend die Triebwerke, und sendet das Signal auf den Waffenrechner. Die Infrarotrakete sucht gleichzeitig, so wie der Suchkopf geht, ebenfalls mit. Bis er erfasst hat, dann kriegt er das Signal, hat Gas, also dass er abschießen darf, und dann geht die Rakete ab. Von der Bewaffnung her ist sie gleich geblieben. Also wir haben weiterhin die russische Bewaffnung und eine Bordkanone hat sie weiterhin, 30 mm. Die ist hier fest montiert. Da hat man auch, sieht man an der Seite das Rohr, wo es rauskommt. Macht schon ganz schön Ballett. Also die Piloten, die mit der Bordkanone geschossen haben, sind stark beeindruckt. 30 mm macht schon ein bisschen Aua. Weniger als eine Minute braucht eine MiG-29, um eine Höhe von 6000 Metern zu erreichen. 2,3 Tonnen Waffen inklusive 6 Luftraketen können zugeladen werden. Die Höchstgeschwindigkeit der MiG-29 beträgt 2500 Kilometer pro Stunde. Ich habe erstmalig ein Gerät in der Hand, mit dem ich moderne Flugzeuge wie eine F-16, F-18 auch bekämpfen kann und mich ebenbürtig zeigen kann im nahen Kurvenkampf eben. Und das ist mit anderen Luftfahrzeugen der Bundeswehr eben nicht möglich bis dato. Und es ist schon so ein kleines Gefühl der, sagen wir mal, man hat jetzt endlich mal die Macht, auch anderen zu zeigen, wo der Hammer hängt. Und das ist schon nicht schlecht. Mit der Wiedervereinigung kam die Bundeswehr unverhofft in den Besitz des Ostblock-Abfangjägers. Die Sowjetarmee zog zwar alle von ihr in der DDR stationierten Maschinen ab, 24 Stück jedoch waren im Bestand der NVA, der Nationalen Volksarmee der DDR. Sie wurden 1990 von der Bundeswehr übernommen und mit einigen technischen Umbauten versehen. In der Kabine hat sich einiges verändert. Wie gesagt, die Funkstation. Früher waren die Funkstationen fest eingerastet. Da gab es halt nur diese Sender und weiter keine. Jetzt ist frei wählbar. Das hat sich verändert. Naja, denn die ganze Beschriftung ist halt vom Russischen ins Englische gemacht worden. Der Ekran selbst hat früher Russisch geschrieben, jetzt schreibt er Englisch. Die Rita wurde neu besprochen, also der Sprachinformator, vom Russischen ins Deutsche. Beachte Ekran. Mit den stählernen Riesenvögeln blieben auch Piloten und Techniker aus der NVA in den Bunkerbauten, die jetzt der Bundeswehr gehören. Mike Scholz, genannt Scholle, ist seit 20 Jahren Flugzeugmechaniker. 10 Jahre davon im Osten und mittlerweile genauso viele im Westen. Des Weiteren überprüfen wir jetzt die Schalterstellung nach Verlassen der Kabine vom Piloten.
dass alle Schalter in der Ausgangslage sind. Das heißt, Waffenkomplex, Navigationskomplex. Das ist jetzt alles eine reine Sichtkontrolle. Ob Massebänder angerissen sind, ob sich Risse in der Zelle gebildet haben, Überwürfe locker geworden sind, ob die Scheinwerfer ganz geblieben sind. Das ist die Werkzeugkiste, die uns zur Verfügung steht, wo wir unsere Wartungsarbeiten damit durchführen. Also mit dem Werkzeug sollen wir die MIG warten. Früher hatten wir einen Zellekoffer und einen Triebwerkskoffer. Und wie gesagt, früher musste der erste Wart alles machen. Vom Triebwerk an, Zelle, angrenzende Fachgebiete musste er Bescheid wissen. Heutzutage ist man nur noch ein besser bezahlter Tankwart geworden. Also viel Arbeit, die mal Spaß gemacht hat, hat man uns einfach weggenommen. Größere Instandsetzungen an den Maschinen werden seit der Wende ohnehin im Westen gemacht. In einer Flugzeugwerft in Manching bei München. Früher sind ja alle Maschinen der MVA nach Dresden gegangen, zur großen Hauptinstandsetzung. Das heißt also komplett aufgerissen, Zelle neu gemacht. Wo Spanten, Fetten oder sowas angebrochen, neu eingenietet, die Zelle neu gemacht. Alles Blöcke neu und so wie eine große Werft. So, naja. Nach der Wende, nachdem wir Bundeswehr wurden, hatte Dresden natürlich davon keine Ahnung mehr und hat Manching das gekriegt. Weil die ja viel schlauer waren mit der MIG. Ja, muss man auch einsehen. Warum soll man in eine Firma das lassen, die 40 Jahre damit gearbeitet hat? Ne? Da kann man schon vieles verlernen nach der Wende ganz plötzlich. Ja, ist so. Ja, also wenn die deutsche Einheit in allen Bereichen so gut gelaufen wäre wie bei uns im Geschwader oder wie in der Bundeswehr, dann gäbe es diese große Diskussion im Hinblick auf Unterschiede zwischen Ost und West nicht mehr. Ein Mann, der eher das große Ganze sieht. Luftwaffenoberst Manfred Menge hatte nach der Wende den Auftrag, Maschinen und Besatzungen aus der NVA in ein Bundeswehrgeschwader zu integrieren. Es wurden einige Leute nicht übernommen, für die wir keine Dienststellungen und Dienstposten hatten. Und es wurden einige Leute nicht übernommen, die fliegerisch nicht das Ergebnis brachten, was wir als Übernahme voraussetzten. Alles in allem kann ich aber sagen, dass die Masse derer, die mit mir begonnen haben, im Geschwader geblieben sind, sich in das System Bundeswehr integriert haben und heute einen hervorragenden Dienst leisten. Gerd Schakau ist einer dieser Piloten aus der ehemaligen DDR. Das Ende seines Staates hat er aus der Sicht eines 28 Jahre jungen NVA-Offiziers miterlebt. Das Erste, was wir mitgekriegt haben, war eben in Leipzig, gehen sie auf die Straße, demonstrieren. Und man ist erstmal so ungläubig. Es sind bestimmt irgendwelche Parolen, die sie ja in die Gegend rumsetzen, weil kann ja gar nicht sein, uns geht's ja gut. Und der Sozialismus siegt, ne? Sowas, so wie es damals halt war. Es gab einen richtigen Flugtag, da gab es auch eine MIG, die wurde richtig angemalt und alles. Und da war so ein richtiger letzter Flug sozusagen unter den Fahnen der NVA eben. Und das war's dann eben. Das war der Tag, wo eigentlich für uns alle Schluss war, weil ja niemand zu dem Zeitpunkt wusste, was geht jetzt los hier. Gerd Schakau konnte weiterfliegen. Aber er stand vor der Entscheidung, dem ehemaligen Gegner zu dienen. Dann ging es eben ja, dahin, dass man erst mal aus der NVA entlassen wurde und praktisch in die Bundeswehr übernommen worden ist. Auf einmal komplett eine andere Uniform angezogen hat. Ich sag mal, damit habe ich kein Problem gehabt oder so. Geistig, sage ich mal jetzt nur. Weil wenn ich ein Problem damit gehabt hätte, dann hätte ich es einfach nicht machen dürfen, sag ich mal. Schakau arbeitet seitdem Seite an Seite mit Piloten, die vor der Wende seine Feinde waren. Am Anfang war es ein vorsichtiges Kennenlernen, aber ich sag mal, eigentlich auf der gleichen Basis, also der Fliegerei, sag ich mal, haben wir eigentlich relativ schnell zueinander gefunden.
wenn ein Piloten irgendwo, egal wo er herkommt, irgendwo an eine Bar, drücken ein Bier in die Hand. Das ist völlig wurscht. Die finden schon zusammen. Gerd Scharkau hat als Segelflieger angefangen. Zur NVA ist er eher zufällig gekommen und hat sich vom Triebwerksmechaniker zum Jagdflieger hochgearbeitet. Zuerst flog er die MiG-21 und dann als einer der ersten DDR-Piloten die MiG-29. Keine Balken, keine Speedlimits, keine Verkehrsschilder. Und man sieht auch die mentale Distanz zur Erde, von der man sich entfernt, sieht man. Man ist von der Erde physikalisch weg und fühlt sich auch entsprechend. Und das ist schon ein erhabenes Gefühl, muss ich sagen. Von ehemals rund 30 MiG-Piloten der NVA fliegen heute nur noch 5. Gerd Scharkaus bester Fliegerkamerad Thorsten gehört nicht dazu. Sein Alltag ist heute ein Motorradgeschäft in einem kleinen Dorf bei Dresden. Sein Idealismus, seine ganze Arbeitskraft in ein falsches System gesteckt zu haben, das ist bitter. Sehr bitter. Ich verstehe die Verbitterung einiger entlassener NVA-Offiziere. Thorsten Huke ging von sich aus. Er war zu sehr NVA-Offizier, um auf eine Zukunft in der Bundeswehr zu vertrauen. Mit dem Motorradladen baute er sich und seiner Familie eine komplett neue Existenz auf. Er und Gerd sind immer noch gute Freunde. Jetzt gehen sie eben gemeinsam Motorrad fahren, was Thorsten nicht immer leicht fällt. Aber trotzdem bist du ja auch noch nicht fertig, oder? Nö, das kann stehen bleiben. Den Schritt, den ich da in den zivilen Sektor gemacht habe, das war ja dann ein endgültiger und habe dann eigentlich erst sehr viel später kapiert, dass halt mein letzter Flug auf der MiG zurücklag, eben Geschichte ist und eigentlich auch unwiederbringlich. Also man kann nicht sagen, gestern habe ich mich halt so entschieden und morgen mache ich es andersrum. Es war eine endgültige Sache, wo ich erst nach Monaten, wenn nicht gar nach Jahren, so richtig das verinnerlicht hatte, also wo ich es richtig verstanden hatte, dass es eben Schluss aus und vorbei war. Die MiG-29. Stahlblech, vollgepfropft mit Technik, kalt und kriegerisch. Und doch scheint sie eine besondere Faszination auszuüben auf alle, die einmal mit ihr zu tun hatten. Noch jemand hat ein besonderes Augenmerk auf die MiGs in Lage. Die US Air Force. Die Amerikaner kommen mit ihren F-18-Maschinen regelmäßig nach Lage, weil es nur hier die Möglichkeit gibt, gegen die MiG zu trainieren. We're here for 2 weeks fighting the German MiG-29, which is one of our
Zwei Wochen lang trainieren wir hier den Kampf gegen die MiG-29, einen unserer wichtigsten Gegner in der Welt. Wir sind in der einzigartigen Situation, gegen eine Maschine trainieren zu können, die wir eines Tages vielleicht tatsächlich bekämpfen müssen. Die MiG ist ein großartiger Nahkämpfer, doch wir sind ihr ziemlich ebenbürtig. Insgesamt bin ich aber froh, die F-18 zu fliegen. Die MiG-29 wurde vor zwei Jahrzehnten speziell für die Bedürfnisse der östlichen Militärstrategie gebaut. Die meisten Jagdflugzeuge westlichen Typs suchen ihre Gegner erst in der Luft. MiGs dagegen werden vom Boden aus geleitet. Erst wenn der Gegner von der Bodenleitstation lokalisiert ist, steigen die MiGs auf, um möglichst schnell ihre Waffen im Nahkampf abzufeuern. So konzipiert hat die MiG-29 vieles nicht, was beispielsweise eine amerikanische F-18 auszeichnet. Ein gutes Radar, genügend Treibstoff für lange Flugzeiten und eine große Waffenreichweite. Dennoch sind häufig Gäste aus den NATO-Verbänden zu Besuch in Lage. Denn viele Staaten der Erde haben sich bei den russischen Flugzeugbauern ausrüsten lassen. Und in vielen Krisengebieten treffen NATO-Maschinen deshalb auf die MiG-29. Mehrmals täglich starten so die MiGs des Geschwaders zu simulierten Luftkämpfen. Für die ehemaligen NVA-Piloten brachte die neue Rolle als Trainingspartner auch fliegerische Veränderungen. Wir haben das Flugzeug früher nie wirklich bis zum Grenzbereich geflogen. Wir hatten ganz eindeutige Parameter, die vorgegeben waren, die wir nicht unterschreiten durften. Da ist einem der Hals abgeschlagen worden. Im Gegensatz dazu wird heute von den MiG-Piloten erwartet, dass sie ihre Maschinen voll ausfliegen. Die Amerikaner sind auf möglichst realistische Trainingspartner angewiesen. Denn was hier mit Modellen und in der Luft nach festen Mustern geübt wird, kann für die Piloten der US Air Force in vielen Ländern der Erde jederzeit zum bitteren Ernst werden. Kann die MiG in der Luft nicht auf ihre Nahkampfstärke setzen, werden die Jäger aus dem Osten schnell zu Gejagten. Starker Gegner. Was kann man sagen? Ein ziemlich taktisches Szenario war und wir mit unserer kurzen Waffenreichweite nicht rankamen, haben wir ganz schön die Hosen vollgekriegt. Ganz einfach. Die Elektronik der MiG-29 entspricht nicht den Vorstellungen westlicher Technologieansprüche heute. Die Reichweite der MiG-29 ist doch sehr begrenzt gemessen an Flugzeugen der dritten Generation des Westens. F-15, F-18, F-16. Wenn mehrere Maschinen in der E-Staffel sind, zur 100-Stunden-Kontrolle oder 200-Stunden-Kontrolle oder abgeflogen sind, die können dann schon mal ausgeschlachtet werden, also gesteuert, umgebaut, heißt das denn. Also dass da mal ein Block entnommen wird, weil sie ja eh nicht fliegt und dafür in eine Maschine, die fliegen soll, eingebaut werden. Das ist dann natürlich nur eine Notlösung, wenn mal keine Ersatzteile kommen sollten. Und somit sage ich immer wieder, der das Flugzeug nun seit 1991 fliegt, die MiG-29 ist kein Ersatz für den Eurofighter. In keinster Weise. Sie ist eine Übergangslösung für das, was ich am Anfang sagte, Taktiken zu trainieren, sie zu erproben, aber nicht sie als Ersatz für den Eurofighter anzusehen. Der Eurofighter vertritt eine neue Generation von Jagdflugzeugen. Technisch weiterentwickelt, aber auch wesentlich teurer. Ein europäisches Gemeinschaftsprojekt, über dessen Für und Wider Militärs, Politiker und die Öffentlichkeit jahrzehntelang erbitterte Debatten führten. Erst hieß er Jäger 90, dann Jäger 2000 und schließlich Eurofighter. Über seine Alltagstauglichkeit ist noch nicht viel bekannt. Derzeit fliegen in ganz Europa erst 7 Prototypen. Die Vorteile des Eurofighters gegenüber der 20 Jahre älteren MiG liegen vor allem in der moderneren elektronischen Ausrüstung. Er kann, mittlerweile Standard, in der Luft betankt werden. Und er ist nicht wie die MiG auf Ersatzteile aus Russland angewiesen. 2003 sollen die ersten 250 Maschinen dieses Typs in Dienst gestellt werden und die MiG-29 in den Ruhestand schicken. Es wird schon kein schlechter Vogel, der Jäger 2000, nicht?
Oh ja, ich werde nicht mehr dran arbeiten. Also wir sterben mit der Maschine, ja. Die meisten, die sie übernommen haben nach der Wende. 2003 ist eigentlich fürs Gros Schluss. Die paar Mann, die sie als Berufssoldat übernommen haben, dann sind da nicht so viele. Dann gehen 25 Jahre, ist dann einfach weg. Tja, und was wir uns überhaupt nicht erzählt haben, ist natürlich, wenn ich dann 39 bin, wird der Arbeitsmarkt natürlich unheimlich auf uns warten. Die geben uns zwar noch 3 Jahre dann Umschulung, aber dann, wie gesagt, bin ich 42. Dann wird es nicht besser werden auf dem Arbeitsmarkt. Ironie des Schicksals. Die ersten Exemplare des Eurofighters sollen ausgerechnet auf dem Fliegerhorst in Lage stationiert werden. Seit der Wende wurden 300 Millionen D-Mark in den Fliegerhorst investiert, um ihn auf NATO-Standard zu bringen. Gerd Scharkau und seine Kameraden arbeiten heute, ein Jahrzehnt nach der Wiedervereinigung, auf einem Luftwaffenstützpunkt von vielen. Routine kehrt ein im militärischen Alltag zwischen Ost und West. Der Fliegerhorstlage hat viel von seiner strategischen Bedeutung eingebüßt. Der Ernstfall ist nie eingetreten. Die Maschinen und ihre Piloten sind nie zum Kampf auf Leben und Tod aufgestiegen. Was hier geschah, war die Übernahme einer ganzen Armee durch den ehemaligen Gegner. Eine friedliche Übernahme, aber nicht ohne Opfer. Bald wird die MiG-29 nur noch in Museen zu bestaunen sein. Und eine Schlacht von Lage wird man einmal vergeblich in den Geschichtsbüchern suchen. Viele Piloten und Techniker in Lage und in anderen Orten im Osten Deutschlands, sie alle mussten einen Preis zahlen für den Frieden. Einen Preis, der es wohl wert ist.